Erbsen. Erbsen ist der Plural von Erbse. Erbsen sind zum einen die Bezeichnung für Gemüsepflanzen und deren Frucht. Also man kann von Erbse sprechen, das ist die Pflanze, also auch Erbse die Frucht. Und natürlich eine Erbsenpflanze hat viele Erbsen. Es gibt viele Arten von Erbsen. Erbsen gehören zur Familie der Schmetterlingsblüter. Sie haben paarige, in Ranken auslaufende Blätter und die in Schoten sitzenden kugelförmigen Samen können als Nahrungsmittel verwendet werden. Erbsen wachsen auch in Deutschland, gehören zu den Hülsenfrüchten, die besonders in diesen Breiten auch wachsen können. Erbsen können bis zu 2 Meter hoch klettern, ansonsten kriechen sie am Boden. Erbsen sind sehr eiweißreich und gerade für Vegetarier und Veganer ist das regelmäßige Essen von Erbsen sehr wichtig. Man kann Erbsen frisch essen, dann schmecken sie auch oft etwas süß und sind besonders beliebt. Auch Kinder lieben diese frischen Erbsen. Meistens werden sie als Trockenfrucht oder als in ihrer getrockneten Form gegessen. Dann muss man sie lang genug kochen, dass sie gut verdaut werden können.